Der Ball war aus. 18 zu 0 für die Staatsanwaltschaft. Einspruch, das kann ich ja gar nicht mehr aufholen. Na und? Wenn sich der Herr Verteidiger nicht anständig auf den Prozess vorbereitet, ist das sein Problem. Stattgegeben. Strengen Sie sich gefälligst ein bisschen an. Noch 3 Punkte und Ihr Klient wandert auf den elektrischen Stuhl. Ich dachte halt, heute wäre Völkerball. Einspruch, Absurdität. Wer spielt denn schon Völkerball im Gerichtssaal, hä? Geben. Dies ist immer noch ein Gericht und keine nach Schweiz stinkende Turnhalle voller halbnackter Männer in hautengen Sporthosen, in denen sich jedes einzelne Genital abzeichnet, als hätte man... Einspruch, auf Geilerei. Wenn Sie so weiter erzählen, kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Einspruch, der Herr Verteidiger redet schwules Zeug. Früher mochtest du das. Duzen Sie mich gefälligst nicht, Sie Schwuchtel. So sprichst du doch nur mit mir, weil ich bei dir ausgezogen bin. Schluss jetzt mit diesen widerlichen Bumsgeschichten. Dies ist immer noch ein Gerichtssaal und keine warmgemachte Fummelbutze. Ist das wohl mal klar? Ja. Na also, übrigens, Herr Verteidiger, ja. Bei mir wäre da zurzeit wohl noch ein Zimmerchen frei, falls Sie Interesse hatten. 50 Mark die Woche. Kalt oder warm? Warm natürlich. Aha. Einspruch, Maklerei. Und außerdem muss der Herr Verteidiger mir noch Unterhalt zahlen. Ich denk ja gar nicht dran. Es reicht ja wohl, dass ich die ganzen Jahre für dich putzen musste. Etwa nackt? Natürlich nicht, euer Ehren. Ich hatte eine Schürze. Jaha, die gute Schwarze aus Latex mit den Nippelkneifern, die mir mein Opa zum 18. geschenkt hat. Das ist ja ekelhaft. So eine suche ich schon seit Jahren. Euer Ehren, bei allem Respekt für unser Sexualleben, aber mein Mandant möchte jetzt wirklich gerne wissen, ob er nun auf den elektrischen Stuhl darf oder nicht. Sehr richtig, Herr Verteidiger. Die Gerechtigkeit geht vor. Lassen wir Justitia zu Wort kommen. Hallo, ich habe Aufschlag, Schwuchtel. Ja. Man kann sagen, was man will, aber wir haben immer noch das beste Justizsystem der Welt. Und es macht verdammten Spaß zuzugucken. Haha, 19 zu 0. Einspruch, das wird ja immer mehr.